Hallo, ja, ich bin Franziska Dittmar, Leiterin der Stabsstelle Klimaschutz beim Landkreis Lüchow-Dannenberg. Und wir haben dieses Jahr das erste Mal an der Aktion Grüne Hausnummer teilgenommen, der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen. Genau, wir hatten 18 Bewerbungen, davon je die Hälfte Neubauten und Sanierungen, also neun Neubauten und neun Sanierungsbeispiele. Und haben uns entschieden, es gibt immer eine landesweite Auswahl noch von der KEAN sozusagen, und haben uns da entschieden, drei Sanierungsbeispiele auszuwählen. Im Landkreis haben wir ungefähr 18.000 Wohngebäude bei 50.000 Einwohnern. Davon sind 94% Ein- und Zweifamilienhäuser, wie man es hier sieht. Und 90% der Gebäude sind wirklich mit fossilen Energien beheizt, das heißt mit Erdöl und Erdgas, also ein riesen Klimaschutzthema. Das kann man auch noch mal anders sehen, wenn man die gesamten energiebedingten Emissionen im Landkreis anschaut, dann sind die Gebäude für 45% der Emissionen verantwortlich. Also wenn man Mobilität, Unternehmen und wirklich Privathaushalte zusammen betrachtet, sind die Gebäude für 45% der Emissionen verantwortlich. Das heißt, Sanierung ist eigentlich das wichtigste Handlungsfeld im Klimaschutz, und wir werden die Klimaschutzziele nur erreichen, wenn wir den Energieverbrauch der Gebäude halbieren und den Rest, was wir sozusagen noch an Energie brauchen, mit erneuerbaren Energien für die Beheizung sozusagen verwenden. Das Zweite, was beim Thema Sanierung total wichtig ist, wir haben 13% der Gebäude sind denkmalgeschützte Gebäude, also so ein Gebäude wie hier, was natürlich auch nochmal ganz erheblicher oder anderer Aufwand ist, die zu sanieren. Da haben wir eine ganz starke Verantwortung hier auch im Landkreis, die sozusagen diese Baukultur zu erhalten, aber eben auch den Energieverbrauch der Gebäude zu minimieren. Das dritte Thema, was wichtig ist, nicht nur energetisch zu sanieren, sondern eben auch ökologisch zu sanieren. Jeder, der schon mal ein Haus saniert hat, was in den 60ern, 70ern schon mal angefasst wurde, weiß, wovon ich spreche. Man hat viel Stoffe darin, die eben nicht umweltfreundlich sind, die man gesondert sozusagen auch auf der Deponie entsorgen muss, die man nicht in Kreislaufen führen kann. Und deswegen ist es uns wichtig, eben auch Beispiele hier auszuwählen und zu präsentieren, wo wirklich eine ökologische Sanierung auch durchgeführt wurde. Das heißt, die Leute haben ganz viel Aufwand und Energie auch in das Thema Wohn- und Lebensqualität gesteckt und eben auch geschaut, dass die Stoffe, die sie verwenden, auch wieder den Kreisläufen zugeführt werden können. Das heißt, wenn das Gebäude nochmal wieder angefasst wird, können diese Stoffe relativ einfach recycelt werden. Wo man ja auch sozusagen dran denken muss, weil man fasst das Gebäude heute an, aber vielleicht fasst der nächste in 50, 60, 70 Jahren, muss es ja sozusagen wieder saniert werden. Und deswegen sagen wir, uns ist wichtig, dass die Gebäude auch ökologisch saniert werden. Mein Name ist Martin Theben, ich bin 42 Jahre alt und wohne in Hitzacker an der Herrenmühle. Wir haben einen Ort gesucht, der irgendwie eine gewisse Herausforderung birgt, und hier war das wirklich alles ziemlich verfallen und runtergekommen. Und ich sag mal, wir sind grundsätzlich ökologisch orientierte Menschen, die sich sozusagen viele Gedanken machen über alle möglichen Dimensionen unserer Welt gerade. Und da ist die Frage, wie man baut und nach welchen energetischen Standards man baut und was da alles dazugehört, irgendwie. Ja, auch ein Aspekt, den man natürlich aufgreift, wenn man irgendwie einen neuen Wohnraum schaffen will. Das Gebäude wurde vermutlich gebaut 1778. Das ist eine Zahl, die eingraviert ist in den Balken über der Grotte d'Eure. Von daher kann man das annehmen. Wir haben viel recherchiert jetzt zu diesem Nebengebäude und grundsätzlich zu dieser Herrenmühle. Ganz explizit weiß man das nicht, aber vermutlich so Ende 18. Jahrhundert ist diese Scheune hier entstanden. Es war sozusagen, konnte man aus alten Unterlagen sehen, eben auch eine Knechtwohnung hier integriert, und ich glaube, es war so ein bisschen ein Mischgebäude aus Scheune, Unterstellfläche und eben auch Wohnraum für Leute, die hier an dieser Mühle und diesen Mühlen Anwesen irgendwie gearbeitet haben. Also es gab hier eine Knechtwohnung, und das war eben auch für uns der Schlüssel, hier in dem Außenbereich Wohnraum gestalten zu können. Das ist ja manchmal nicht so einfach.
Also wir sind 2013 hier grundsätzlich aufgeschlagen an diesen Ort der Herrenmühle und hier standen eben zwei Gebäude, die alte Mühle und eben diese alte Scheune. Und die Sanierung lief im Wesentlichen 2014 und wir sind hier eingezogen Ende 2014, November 2014 und sind aber vorher schon hier auf dieses Gelände der Herrenmühle gezogen und haben quasi, wir haben ein Dreivierteljahr in einem Bauwagen gelebt, den wir uns hier hergezogen haben und genau, das war genau das Richtige für uns. Wir kamen aus Tübingen, irgendwie, ja, Stuttgarter Speckgürtel, alles sehr voll und viele Menschen und dann war das genau das richtige Kontrastprogramm hier, down zu shiften auf Neudeutsch und in dem Bauwagen irgendwie, ja, diesen Bau zu begleiten. Ich glaube, wir sind so ein bisschen Tüftler und Wühler, so ein bisschen. Das liegt irgendwie uns ein bisschen in der Natur. Ich hatte ehrlich gesagt keine Ahnung von Bauen. Man liest natürlich eine ganze Menge und in der Theorie schaut man sich ganz viele Sachen an und klickt sich dann durch und guckt, was einem gefällt und wie man das haben will. Wir hatten so ein ungefähres Bild im Kopf. Und dann haben wir mit dem Architekt Christoph Lutte und Mosebach sozusagen zusammen gesprochen und hier das Innenleben sozusagen auch durchdesignt und er hat ganz viele Aspekte reingebracht aus dem Blickwinkel, ja, ich sag mal, Wohlfühlen in so einem Haus, wie gestaltet man das sozusagen so spannend, dass das Leben hinterher auf der einen Seite, ich sag mal, gemütlich ist, auf der anderen Seite aber auch irgendwie nicht langweilig ist, sondern so ein bisschen diese Spannungsbögen, die man braucht in so einem Haus, das haben wir mit ihm eigentlich ausbaldowert und hat er schöne Ideen. Und dann muss man sich aber natürlich mit ganz vielen anderen Aspekten beschäftigen, von Baustoffen, die man verwenden will, über ja, diese Energiefragen, was für eine Heizung will man dann hier installieren und so weiter. Und da habe ich mich eigentlich in alle Themen irgendwie reingewühlt. Ich bin ein gewisser Autodidakt an der Stelle, muss man ganz klar sagen. Die Herausforderung ist, okay, da ist eine verrottete Scheune, die soll irgendwie zu einem tollen Haus werden. Man hat so ein vages Bild im Kopf und dann muss man eben anfangen loszuwühlen. So haben wir das gemacht. Und jetzt bin ich, jetzt bin ich Bauexperte, was die Sanierung alter Gebäude angeht. Ja, also wir wollten auf jeden Fall auch mit Holz heizen. Das war sozusagen eher jetzt erstmal aus so einem Gemütlichkeitsaspekt geboren, die ganze Geschichte. Und dann ist man darüber auf das Thema Grundofen gekommen. Und na klar war die Frage auch, wie können wir möglichst wenig fossile Brennstoffe hier irgendwie, oder was kriegen wir für ein Heizsystem, das mit keinen fossilen Brennstoffen auskommt, sondern eigentlich mit nachwachsenden Rohstoffen. So, und dann ist man eben beim Thema Holz und dann gibt es die Frage Stückholz oder Pellet. Oder Hackschnitzel. Hackschnitzel sind meist zu groß, sozusagen die Anlagen für unseren Bedarf. Und so hat sich das so nach und nach entwickelt und sodass wir jetzt einen Grundofen entwickelt haben, mit dem wir eigentlich unseren ganzen Energiebedarf decken können. Also zu dem Gelände hier gehört auch noch ein bisschen Wald und wir haben selber auch noch ein paar Hektar Wald hier um die Ecke. Das heißt, das Holz, das wir hier verheizen, das können wir quasi auch selber machen in unserem eigenen Wald und sind dadurch auch so ein bisschen energieautark an der Stelle. So, und jetzt ist es so, dass dieser Ofen, der gibt die Hälfte seiner Leistung, Pi mal Daumen, an den 1000 Liter Pufferspeicher ab, den wir hier unten haben und von dem Pufferspeicher geht es dann über Wandflächenheizung sozusagen weiter in andere Räume, genau. Ja, da hat uns unser Architekt Christoph Lutte Mosebach darauf aufmerksam gemacht, dass es da einen Wettbewerb oder sowas gibt, wo wir doch ganz gut mitmachen könnten. Genau, und dann haben wir das mit ihm zusammen getan. Wir haben nicht mal ein Jahr gebaut hier. Wir haben das richtig sauber geplant und durchgezogen, Vollzeit, genau. Wir haben uns immer vorgestellt, wir wollen das so sanieren, dass jemand, der hier in 200 Jahren lebt oder in 300 Jahren oder wie lange auch immer, und da spricht gar nichts dagegen, das Gebäude ist jetzt irgendwie knapp 300 Jahre alt und die Mühle noch älter, dass das genauso lange steht. Und für mich war immer die Frage, wie können wir das irgendwie schaffen, dass jemand in 200 Jahren sagt, ey, wow, das ist ja super in Schuss, das Gebäude ist ja toll. Das wurde ja über die Jahre irgendwie immer weiter saniert. Also ich glaube, man tut auch gut dran, wenn man so eine gewisse historische Dimension sich sozusagen vielleicht vor Augen führt. Heute in unserer Welt ist ja alles irgendwie schnell und schnelllebig. Keiner macht sich Gedanken darüber, was ist denn irgendwann? Das juckt viele nicht. Und ich glaube, man hat auch eine gewisse Verantwortung, wenn man so ein Projekt angeht, dann
hilft es einem vielleicht, wenn man sich sozusagen vorstellt, dass man das nicht nur für sich macht, sondern eben auch für wen auch immer, der irgendwann hier lebt. Und das hat zum Beispiel das Tolle an dem Baustoff Holz. Das finde ich so wahnsinnig. Man hat jetzt hier irgendwie Hölzer wieder eingebaut, die 300 Jahre alt sind. Es spricht gar nichts dagegen, dass die nochmal 300 Jahre hier stehen und ihren Dienst tun, wenn man so ein Gebäude dann eben pflegt. Und nachhaltiger kann man ja eigentlich nicht bauen, als sozusagen die Sachen so lange zu benutzen und wiederzuverwenden. So, also mein Tipp ist, keine Ahnung, unbedingt Spaß haben daran. Das sagt sich jetzt vielleicht so leicht, aber ich könnte mir nicht vorstellen zu bauen, wenn ich irgendwie denke, oh, eigentlich will ich, das ist eigentlich irgendwie so eine lästige Sache und eigentlich habe ich da gar keinen Bock drauf, sondern dann ist man vielleicht besser aufgehoben in eine Wohnung, die man mietet und wo man sich nicht kümmern muss, sondern ich glaube, wenn man eine gute Voraussetzung ist, wenn man sozusagen den inneren Drang spürt und mit Freude an so eine Sache rangeht. So, ich sag mal, wir sind natürlich überzeugt davon, was wir hier gemacht haben, dass das irgendwie Sinn macht und nachhaltig ist und auch aus ökologischen Gesichtspunkten super ist. Und eigentlich würden wir uns wünschen, dass viel mehr Menschen so bauen, statt sein Geld in irgendwie vergängliche, kurzlebige Neubautrends zu investieren, sozusagen sein Geld nimmt und alte Substanz für die Zukunft erhält. Das Haus wurde wahrscheinlich um 1905 bis 1915 gebaut. So genau wissen wir das nicht, gibt auch keine Unterlagen darüber. Das ist die Familie Mattisch, die hier das gebaut hat. Und die müssen aber von drüben gestammt haben, andere Seite Elbe. Weil die haben eine Fachwerkscheune, die dahinter zu sehen ist, später mal nachgeholt und hier aufgebaut. Und das Haus ist ein massives Haus mit Innenfachwerkwänden. Und das wurde hier bis 1973 bewirtschaftet als also als Hof. Und danach ist der Hofbesitzer verstorben und die Witwe war dann hier so bis, glaube ich, 2015 hat die hier noch so gelebt. Also wir haben mit dem Gedanken gespielt, dieses Haus zu kaufen. Das hat schon ziemlich früh angefangen, weil ich einfach einen Betrieb hier habe und mit Emissionen und dann abzusehen war, dass die Kinder der Eigentümerin hier nicht herkommen und dass wir dann schon frühzeitig gefragt haben, was dann wäre und ob wir das dann kaufen könnten. Und das ist dann auch eingetreten, das haben wir dann gekauft und der Ausbau musste dann vom Erdgeschoss sehr schnell erfolgen, weil einer meiner Mitarbeiter dann einziehen wollte und sie dann zum 1. August mit Einschulung der Kinder hierher kamen und so weiter. Dann haben wir das hier unten so innerhalb von 4 Monaten ausgebaut. Mit einer Komplettsanierung. Also die Böden raus, 50 cm auskoffern, die Fundamente stabilisieren, den Putz von den Wänden kloppen, die Fenster erneuern, Wandheizungen aufbringen, putzen innen alles, eine Außendämmung angebracht, neue Fenster gemacht, Elektrik neu, also komplett alles. Und mit dem Ausbau oben konnten wir uns dann ein bisschen Zeit lassen, das hat dann noch ein gutes Jahr gedauert, dass das auch oben fertig war. Also unten innerhalb von 4 Monaten, das war wirklich sehr sportlich, aber es war der Druck da, dann klappt das manchmal, sonst es ist nicht so schnell. Ja. Also es war dann das KfW-Programm damals mit 17,5% Zuschuss für KfW 55, was dann irgendwie gelockt hat und hat gesagt, oh ja, das machen wir mal, das ist schon eine Summe. Also halt auch eine gute Ingenieurin dabei gehabt, die sozusagen auch mal auf dem Teppich geblieben ist und so, das können wir machen, das können wir ausgleichen, also mit einer Holzheizung kann man schon wieder ein paar Wärmebrücken mehr haben und so weiter, dass man das alles ausgeglichen gekriegt hat. Also es wurden auch Terrazzoböden erhalten da drinnen, was sich eigentlich auch beißt mit Wärmeschutz. Aber eben, wenn man
da an einer Stelle etwas mehr macht, kann man an einer anderen Stelle etwas weniger machen. Und Terrazzo-Böden sind einfach, also die zu zerstören, tut einem weh und haben wir dann vermieden. Also Schwierigkeiten und Probleme bei dem Ausbau kommen dann natürlich vor. Da kann man dann eigentlich immer nur dann reagieren auf das, was man beim Rausreißen findet. Das waren eben halt, dass die Fundamente aus eher runden Feldsteinen sind, die als Wall aufgehäuft sind. Die mussten dann natürlich mit Beton stabilisiert werden. Das wäre zu unsicher gewesen. Dann eben, dass die Innenfachwerkwände doch angegriffen waren, wo man dann überlegt, macht man was neu, reißt man weg. Nein, haben wir nicht gemacht. Wir haben die alle sauber geputzt und wenn man die heute anschaut, dann sieht das wunderbar aus. Also das sieht man noch nicht, dass die irgendwie grenzwertig waren oder sowas. Und wo es halt gar nicht ging, dann wurden sie verdeckt. Konstruktion drauf, Platte vor, ist dann auch gut. Ja, also der Wandaufbau war hier natürlich echt nicht normal für die Gegend. Also es ist eine 45 cm dicke, massive Wand ohne Luftschicht, die natürlich wärmedämmtechnisch nicht so toll ist. Also Luftschichten hätte man irgendwie was machen können oder sowas. Und deswegen haben wir uns so entschieden, nochmal eine Außendämmung davor zu setzen. Und dadurch haben wir jetzt natürlich einen riesengroßen Wärmespeicher. Also im Winter könnte man die Heizung ausstellen oder haben wir auch schon gemacht. Und nach einer Woche ist die Temperatur vielleicht um 2 Grad abgesunken oder sowas. Also das ist schon eine unheimlich große Speichermasse. Und Wandheizung ist natürlich was Besseres, gibt's nicht. Das ist irgendwie, machen wir das seit 20 Jahren und nur gute Erfahrungen mitgemacht. Und ein gut gedämmtes Haus braucht so wenig Quadratmeter Wandheizung. Das glaubt man immer gar nicht, weil die Berechnung ist natürlich nach DIN. Da müsste man die ganze Außenwand voll oder ganze Wände voll haben und so weiter. Die Hälfte ist schon viel zu viel. Ja, war natürlich dann, ich glaube, in das Haus hier sind eigentlich auch fast nur ins Erdgeschoss 27 Tonnen Lehm reingegangen. Ist schon eine Hausnummer. Also Energieerzeugung haben wir hier nochmal sozusagen, eigentlich ein Konzept ist daraus entstanden. Wir haben für unser Haus einen Scheitholzkessel ohne Alternativen. Also hier, wenn hier nicht geheizt wird, dann wird es kühler und gibt kein warmes Wasser. Also außerhalb im Sommer mit den thermischen Solaranlagen. Ne? Aber im Winter, also wenn wir nicht heizen, passiert nichts. Und das ist ein 50 kW Kessel, der jetzt grob knapp 1000 Quadratmeter beheizt. Also da ist eben also zwei gut gedämmte Häuser, oder sehr gut gedämmte Häuser und eine Werkstatt, die aber auch einigermaßen gedämmt ist. Also das, und das schafft die hier locker. Wobei hier auch in der Wohnung nochmal ein wasserführender Kaminofen drin ist, als Notbehelf, wo wir erwarten, dass die Bewohner von September bis April mithelfen beim Heizen. Also alles, was die heizen, brauchen wir nicht heizen. Und schönes Flackerfeuer. Und manchen Mietern macht das ja Spaß. Also wir liefern von unserem Haus die Wärme hier rüber. In einem Nebengebäude wurde dann die Technik untergebracht, um den Wohnraum und auch die Durchführung und so weiter da nicht drinne zu haben. Und da ist nochmal 5000 Liter Pufferspeicher und ein 650 Liter Warmwasserspeicher Durchlaufverfahren, der den sozusagen hier einen relativ großen Puffer gibt und den sie auch mit dem wasserführenden Ofen beheizen können. Wir hatten das Haus ja vor 6 Jahren gekauft und es fungiert eigentlich auch einmal, dass wir uns die Nachbarschaft aussuchen können und als Alterssicherung und deswegen wird es auch vermietet und bildet sozusagen unsere Rente. Unten ist eine Wohnung mit ca. 135 Quadratmeter und
oben ist eine Einraumwohnung mit ungefähr 100 Quadratmeter. So ein kleines Bad, Schlafzimmer und ein großer Raum mit 18 Velux-Fenster, also sehr hell. Kosten. Ja, also gut, Kosten. Wenn man jetzt betriebswirtschaftlich das Ding ausgebaut hätte oder irgendwas, dann hätte man hier kein KfW 55 gemacht. Die Mieten wären hier durchaus erzielbar, weil die Wohnungen sind jetzt nicht günstig, aber der Mietzins liegt immer noch unter 6 Euro. Und wir vermieten inklusive aller Kosten zu einem Festpreis. Wird kein Strom, kein Wasser, keine Wärme abgerechnet, nichts. Es gibt einen Festpreis. Also es wäre nicht kostendeckend. Also nicht innerhalb von 10 Jahren oder sowas. Also das sind hier Baukosten locker von, sagen wir, 250.000 reingegangen. Also mit einem Wohnraum von 250 Quadratmeter, also ein, das ist durchaus normal. 1.000 Euro pro Quadratmeter Renovierungskosten oder aus sind ganz normal. Gut, sind natürlich auch irgendwie noch Eigenleistungen von uns oder irgendwas, was man alles nicht so gerechnet hat oder eben Vorteile, die der Betrieb bietet, mit eingeflossen. So, das könnte man nochmal einiges draufrechnen. Ne? Ja, grüne Hausnummer habe ich dann gelesen mal in der Zeitung und man entwickelt ja auch einen gewissen Stolz auf diese Ausbauten. So, ne? Das ist ja auch wirklich so energetisch top geworden. Bei dem Haus jetzt auch noch, es gibt kaum eine Außenveränderung oder eigentlich keine. Die Farbe leicht vom Grau auf diese Farbe verwendet. Die Fenster sind wie 1950, also nach alten Bildern gemacht, alles so. Und dann energetisch so ein Top-Haus und innen vom Innenausbau also hinzukriegen, das macht einen echt stolz. Erzählen wir auch immer überall immer von oder zeigen es allen Leuten. Also hier gehen Gruppen durch immer, das ist und zeigen wir gerne. Ne? Und da habe ich, als ich das gelesen habe, dann ja, hast du damit verdient, da bewerb dich mal. Ne? Tja, Tipps zur Sanierung. Kompromisslos sein. Lieber doch noch einmal mehr Geld ausgeben, entweder für eine ökologische Dämmung, wenn man das will, oder für eine Ecke und nicht sagen, ach komm, das geht jetzt nicht mehr, das dauert zu lange oder ist zu teuer. Irgendwie nette Materialien ist das A und O. Sonst auch durchaus ein bisschen Zeit lassen, weil man mit der Zeit auch immer wieder neue Ideen entwickelt im Bau und natürlich immer Menschen mit anderen Menschen angucken und deren Ideen, Ansichten reinholen. Das ist immer befruchtend, da entsteht immer was bei. Und ansonsten immer Lehm, Lehm, Lehm. Das ist einfach einer der genialsten Baustoffe. Lässt sich wunderbar recyceln, wenn er denn mal wieder weg muss. Wird aus der Natur gewonnen und kann auch wieder zurückgegeben werden, ohne dass da was mit passiert ist. Als ich mich entschieden habe, wie ich dieses Haus saniere, war mir von vornherein klar, dass es ein Mietobjekt werden soll. Dass ich nicht selber einziehen werde, sondern wir haben ein Konzept entwickelt für 5 Wohneinheiten, die am Ende vermietet werden sollen. 2010 gekauft, da stand es auch schon 5 Jahre leer. Ich habe es eigentlich gekauft, nur um es zu renovieren und konnte mich aber 5 Jahre lang nicht entscheiden, in welcher Form. Und dann haben wir 2015 tatsächlich uns zusammengesetzt und gesagt, wir machen es von Grund auf neu. Natürlich nicht ein Abriss, sondern wir haben versucht, so viel zu erhalten, wie es ging. Das ist aber nur das Erdgeschoss bzw. die Mauern des Erdgeschosses gewesen. Der ganze Rest war total marode. Und das erste Stockwerk war mit Holzschutzmitteln verseucht, kann man sagen. Also zum Bewohnen nach heutigem Maßstab überhaupt nicht geeignet. Ich habe halt Wert darauf gelegt, dass es ein Energieeffizienzhaus wird und dass halt baubiologisch Materialien verwendet werden, die halt unbedenklich sind.
Und dann ist am Ende dieses große Gebäude draus geworden. Der Weg dahin war natürlich lang. Es ist nicht nur die Außenmauern oder die Mauern im Erdgeschoss, sondern auch die Decke ist miterhalten worden. Und dann hat es gedauert bis Juli 2017, also 18, 19 Monate. Und dann war auch nicht alles fertig, sondern dann wurde stückweise eine Wohnung nach der anderen bis Dezember 17 fertiggestellt, sodass wir insgesamt etwas über 2 Jahre saniert haben. Wir haben im Innenausbau Douglasien-Dielen fast komplett verlegt. Wir haben in einer Küche einen Terrazzo-Boden legen lassen oder gießen lassen. Das war gar nicht so einfach, weil es dieses Handwerk fast nicht mehr gibt. Überhaupt jemanden erstmal zu finden, war nicht einfach. Und in alle Wände mit Lehm verputzt und mit Wandflächenheizungen versehen. Das ist sehr sparsam. Wir haben, um das Haus auch etwas selber mit Energie zu versorgen, sowohl eine Photovoltaikanlage aufs Dach gebaut, als auch Solarthermie und einen Kamin, der wasserführend ist, verbaut in einer Wohnung. Und das ist so die Grundwärme, die für das Haus produziert wird. Natürlich gibt es auch noch eine Gastherme für die Sicherheit. Einfach. Und diese Außentreppe, unter der wir jetzt hier sitzen, über die die oberen 3 Wohnungen auch erschlossen werden, die hat Christoph Spanier entwickelt und gebaut. Und der ist mehr Künstler als Metallbauer, zumindest finde ich das bei dem Ergebnis. Mhm. Wir hatten das Ziel, ein Energieeffizienzhaus 55 zu bauen. Und da muss man selbstverständlich zusätzlich auch dämmen. Wir haben hier an der Nordseite eine Außendämmung angebracht. Die alte Wand ist stehen geblieben, die sieht man halt dadurch leider nicht mehr. Aber die neue Wand ist ja auch schön geworden. Und die Dämmung zieht sich halt über das alte Gebäude hinaus nach oben bis unter das Dach. Also einschließlich des Daches haben wir diese Dämmhülle aufgebaut, beziehungsweise es wurde geflockt. Da werden dann überall in die Hohlräume Dämmmaterialien gepustet. Auf der Südseite haben wir die Dämmung innen angebracht. Ganz einfach, um die im Winter die Sonnenwärme in der Außenwand, die ja aus Stein, rotem Ziegel besteht, aufzunehmen und auch zu speichern. Hier auf der Nordseite hat man im Sommer den Vorteil, dass die Steinwand von außen gedämmt ist und sich nicht erwärmt. Also es klimatisiert das Haus. Aber nur im Erdgeschoss halt. Aber weil wir den alten Teil erhalten haben, haben wir halt diesen Effekt genutzt. Ansonsten haben wir zur energetischen Sanierung überall neue Fenster eingebaut. Also sind alle Fenster neu. Haben die Wandflächenheizung eingebaut, Lehmputz, der ja auch stark dämmt, in allen Räumen verwendet, außer in den Bädern, da ist Kalkputz. Und auch keine Wandflächenheizung, sondern Fußbodenheizung. Zur Energie- oder Wärmeerzeugung habe ich vorhin ja gesagt, haben wir 3 Energielieferanten, Sonne, Holz und Gas. Und haben 2800 Liter Speicher eingebaut, Warmwasserspeicher mit Wärmetauscher, der sowohl für die Heizung als auch fürs Warmwasser dann die Wärmeenergie zur Verfügung stellt. Wir wollten den Strom, den wir auf dem Dach erzeugen, möglichst viel selber verwenden. Deswegen geht er erst ins Haus zu den Mietern und was dann über ist, zunächst in einen Tauchsieder, der auch das Wasser heizt. Da gibt es mittlerweile Relais und Schaltungen, die den Überschuss auch häppchenweise, sage ich mal, abrufen. Das heißt, wenn der Tauchsieder eine Kapazität von 2000 Watt hat, muss man nicht 2000 Watt Überschuss produzieren, was bei einer 5 kW Anlage ja schon viel wäre,
sondern der fängt an bei 500 Watt und dann geht der schrittweise, je nachdem wie viel Überschuss da ist, ruft er das ab. Wenn dann trotzdem entweder das Wasser schon zu heiß ist oder Strom aus zu viel Erzeugung, zu wenig Verbrauch über ist, dann erst wird es auch ins Netz gespeist, sodass möglichst viel von dem selbst erzeugten Strom im Hause mit verbraucht wird. Die Entwicklung in den letzten 15 Jahren, muss ich auf mich bezogen sagen, in Bezug auf ökologisches Bauen, hat Riesenschritte gemacht. Ich habe vor 17 Jahren ein Haus gebaut mit völlig anderen Vorstellungen, Wünschen und Zielen und habe halt gesehen, was sich tut. Und jeder kennt halt noch frühere Gesundheitsprobleme, als Asbest verbaut wurde oder Styropor an die Wände geklebt wurde und es zu Schimmelbildung kam. Und das wollte ich von vornherein vermeiden. Hinzu kommt es sicherlich auch, wie ich aufgewachsen bin. Wir haben in einem 14-Einwohner-Dorf gewohnt und da gab es außer Natur nicht viel anderes. Und die Verbindung zur Natur hat mich nie losgelassen. Ganz im Gegenteil, ist jetzt in Bezug aufs Bauen wieder zurückgekommen und das habe ich versucht auch umzusetzen. Ich habe mich bewusst dazu entschieden, ein Haus so wie erzählt zu sanieren, um es zu vermieten. Nicht um zu zeigen, das geht alles. Das wusste ich ja vorher nicht. Und es ist natürlich auch so, dass es länger dauert, bis so ein Haus eine Rendite abwirft. Aber ich habe mit den Mietern, die ja vorher auch woanders gewohnt haben, zur Miete gesprochen. Und es ist so, auch wenn hier jetzt die Grundmiete höher ist als in der vorherigen Wohnung, sind die Nebenkosten so niedrig, dass die eine Partei sogar weniger bezahlt für die gleichen Quadratmeter wie vorher und eine andere Partei, die beide vorher auch in Hitzacker gewohnt haben, genau das gleiche bezahlt für die gleiche Quadratmeterzahl. Es ist also nicht so, dass es für den Mieter teurer werden muss oder gar unerschwinglich ist, ökologisch und energieeffizient zu wohnen, weil einfach die Nebenkosten sich so stark reduzieren. Die meisten bleiben unter 1 Euro, trotz Stromverbrauch und Baden oder Duschen. In zwei Wohnungen ist es so, dass der Verbrauch durch den Verbrauch von Strom und Wasser ist etwas, also vor allen Dingen Wasser tatsächlich, etwas drüber liegt. Aber 1 Euro war die Kalkulation und das haut gut hin. Auf die grüne Hausnummer wurde ich vom Architekten aufmerksam gemacht. Er hat mir gesagt, du erfüllst doch mit dem Haus die Kriterien, um den Antrag zu stellen. Und dann habe ich den Antrag gestellt. Und nun sitzen wir hier und reden drüber. Die grüne Hausnummer ist ein gutes Symbol oder auch Zeichen, um darauf aufmerksam zu machen, dass es eben solche Sanierungen oder Renovierungen gibt. Und ich hoffe, dass dann noch mehr Leute Interesse daran haben, auch so etwas umzusetzen. Da braucht keiner denken, er kann alleine anfangen und das wird schon. Ja. Aber jeder, der sowas anfängt, wie gesagt, man soll sich nicht vom Weg abbringen lassen. Durchziehen. Also ich habe auch nicht damit gerechnet, dass es 2 Jahre dauert. Aber nicht aufhören, nicht aufgeben und auch nicht Ansprüche runterschrauben. Dann hat man was höchstwahrscheinlich für ein Leben lang.